Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Los Angeles in der Azusa Street Revival eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich habe verschiedentlich schon davon gesprochen. Das Interessante ist, dass es eigentlich in einem kleinen Hauskreis von einigen schwarzen Gläubigen begann. Das waren Leute, die irgendwie in den Gemeinden nicht richtig heimisch geworden sind, die unglücklich waren, die unzufrieden waren und die sich in einem Hauskreis zusammengetroffen haben. Und ein Pastor, den man aus seiner Gemeinde rausgeschmissen hatte, der kam dazu, um sie zu betreuen, William Seymour. Und diese Leute waren so verzweifelt, so hungrig nach Gott, sie haben sich so nach ihm ausgestreckt, dass es tatsächlich irgendwann zu einer Ausgießung des Geistes kam in diesem Hauskreis. Der fand in einem Haus in einer Bonnie Bray Street statt. Und das Ganze war dann so, dass immer mehr Leute dazu kamen. Bald war das natürlich zu klein in dem Haus und man zog in einen ehemaligen Stall um. Ein Lagerhaus, was ganz früher mal auch eine Methodistenkirche gewesen war. Ein einfaches Holzgebäude und dort fanden dann also Gottesdienste statt. Dreimal am Tag und zwar an 7 Tagen in der Woche. Und es war rund um die Uhr war Betrieb in diesem Gebäude und das war Azusa Street. Und Azusa Street ist die Geburtsstunde der modernen Pfingstbewegung. Und das Interessante bei dieser Azusa Street Revival war, dass tatsächlich man Augenzeugen gesehen hat, die davon berichten, dass eine Flamme 12 Fuß hoch über dem Gebäude gestanden haben soll. Es war tatsächlich, wie zur Zeit von Pfingsten, eine Feuersäule über dem Gebäude. Mehrfach rückte die Feuerwehr an, um das zu löschen, aber es war nichts zu löschen. Es war ein geistliches Feuer. Es war das Feuer des Heiligen Geistes, was dort auf die Versammlung kam. Es geschahen unglaubliche Zeichen und Wunder. Beispielsweise einem Bahnarbeiter war bei einem schweren Unfall ein kompletter Arm abgerissen worden. Der war richtig hier vom Stumpf aus abgerissen worden. Und er war in der Versammlung, man betete für ihn und vor den Augen der Anwesenden ist der gesamte Arm komplett wieder rausgewachsen, nachgewachsen, bis er komplett war, inklusive Fingernägel und bewegt werden konnte. Solcherlei Wunder geschahen da. Es war faszinierend, es hat unglaubliche Auswirkungen gehabt. Und was sehr interessant ist, ist auch die Shekinah Glory. Es war etwas dort in dem Gebäude oft, nicht immer, aber sehr oft, was wie so ein Nebel war, wie so eine Wolke war, die das Gebäude ausgefüllt hat. Und davon können wir auch in der Bibel viel lesen. Die Herrlichkeit des Herrn. Und die Gläubigen sind dort hineingegangen und haben diese Herrlichkeit in sich aufgenommen und Krankheiten flohen. Und es war fantastisch. Es war etwas, was man nicht packen konnte, nicht greifen konnte, nicht festhalten konnte. Es war die Gegenwart Gottes. Und diese Azusa Street Revival hat unvorstellbare Auswirkungen gehabt. Und ähnliche Aufbrüche gab es in verschiedensten Ländern in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder. Und ich bin gewiss, dass Gott etwas Ähnliches auch für uns hat. Sogar etwas Größeres für uns hat, wie verschiedene Prophetien vorhersagen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du nicht entmutigt bist, dass du nicht frustriert bist, dass du nicht enttäuscht bist über das, was momentan da ist. Denn Gott hat viel, viel mehr vorbereitet, als wir uns momentan vorstellen können.